Warum ist Ihnen das Engagement für Nachhaltigkeit, für diese Themen wichtig? Also ich muss dazu sagen, ich störe mich immer ein bisschen an dem Wort Nachhaltigkeit, ja, weil es wird jetzt so sehr viel missbraucht. Also nach dem Motto, es ist viel nachhaltig gesagt, wo aber gar nichts Grünes drinnen ist. Also ich merke das auch inzwischen auch bei Hülle Löwen. Jedes Start-up, was da reinkommt, sagt, ich bin nachhaltig. Und wenn du dann ein bisschen nachfragst, ein bisschen nachforschst, sag, was ist jetzt hier nachhaltig an dem Thema? Also muss man ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Aber ich glaube, wir beide verstehen das Gleiche unter Nachhaltigkeit, nämlich, dass es ein Thema ist, wo wir auch dazu beitragen, unseren Planeten auch zu erhalten, in der Schönheit, in der Wirklichkeit, wie er jetzt ist. Was tun Sie denn persönlich, um umweltgerecht, grün zu leben? Ich weiß nicht, ob man sagt, grün zu leben, aber ich glaube, jeder Einzelne sollte einen kleinen Schritt dazu beitragen. Es fängt bei kleinen Sachen an, ob das Mülltrennung ist, dass man sagt, okay, du musst nicht alles mit dem Auto fahren und viele, viele Dinge, dass du Zeitschaltuhren einbaust bei Energien. Und es gibt viele, viele kleine Dinge, zum Beispiel auch die Steckdosen. Warum musst du Standby machen? Ja, mit Fernseher. Und warum kann man die Steckdosen hineintun in Stecke, wenn man Fernseher schaut? Ja, es ist so eine Gewohnheit bei uns, die es geworden ist. Dass, aber ich glaube, wir denken langsam schon um. Letzte Frage, man kennt Sie als tolle Unternehmerin. Was war das beste Investment, was Sie je gemacht haben? Oh, das ist immer schwierig. Ich habe 2, 3 sehr, sehr gute Investments. Aber es ist ungerecht an meinen anderen Gründern, auch meinen Start-ups gegenüber. Mein bestes Investment immer noch meine Kinder, natürlich, klar.